Hallo Leute, herzlich willkommen zum Classic CrossFit Online Programm. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und dann natürlich auch einen guten Start ins Wochenende. Und vielleicht habt ihr heute Zeit für unser Workout of the Day. Es macht auf jeden Fall Spaß und es dreht sich alles so ein bisschen um das Thema M-Rap. Damit fangen wir auch an im Warm-Up für 5 Minuten. Und zwar bewegt ihr euch durch mit 5 Handwalks plus Push-Up, dann mit 10 Kneeling Lat Stretches und 15 Pass-Through. Wer jetzt keine Holzstange oder Besenstiel zu Hause hat, der kann gerne ein Handtuch nehmen oder, sag ich mal, auch irgendein anderes Utensil, um eben die Schultern richtig warm zu kriegen. Und dann arbeitet ihr hier eben für 5 Minuten nach dem Rap-Scheme und mit den 3 Übungen hintereinander durch, bevor es dann in, sag ich mal, das zweite M-Rap geht. Das ist eher kraft- und bewegungsorientiert. Bedeutet hier, ihr macht 3 Wall Climbs, bitte nicht auf Tempo, sondern so sauber und auch kontrolliert wie möglich. Habt dann 60 Sekunden Pause und macht dann 15 Dumbbell Lat Pullover, danach wieder 60 Sekunden Pause und arbeitet halt in dem Schema die ganze Zeit durch, bis die 15 Minuten rum sind. Und dann habt ihr wahrscheinlich 5 bis 6 Sets trotzdem geschafft und dann kommt es auch einem ganz normalen Kraftteil gleich. Die Übung seht ihr hier nochmal erklärt und dann haben wir natürlich hinten dran das eigentliche Conditioning auch nochmal 15 Minuten als M-Rap. Hier bitte 5 Burpees über die Dumbbell, 5 und 5 Dumbbell Hang Clean plus Push Press. Das heißt, ihr macht erst 5 auf der einen Seite, dann 5 auf der anderen. Auch hier würde ich immer empfehlen, mit der schwachen Seite anzufangen, mit der starken hinterher zu arbeiten. Und dann habt ihr noch 15 V-Ups, also ein bisschen was für die Mitte. Und dann wird das hinten raus, denke ich, auch sehr, sehr schwer, wenn der Bauch langsam dicht ist und ihr trotzdem noch die Burpees und die Hang Clean plus Push Press schnell wegmachen müsst. Gewichte sind klar, Übung seht ihr hier. Zum Accessory hier dann einfach 100 Wiederholungen vom Reverse Snow Angel. Die Pausen setzt ihr euch und dann habt ihr auf jeden Fall gut trainiert und könnt beruhigt ins Wochenende gehen. Also ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen. Ciao.